Krankheit, ein chronisches Leiden. In dem Augenblick, da das eigene Leben in den Händen von Ärzten liegt, hofft man nur eins. Die Erfahrensten sollten es sein. An Europas größtem Universitätsklinikum arbeiten einige von ihnen. An der Spitze die Chefs, jeder ein Spezialist. Sie behandeln die schwersten Fälle. Über eine 500.000 Patienten kommen Jahr für Jahr hierher. Perfektion spielt eine ganz große Rolle bei uns. Dieses Perfektsein, dieses absolut, diese absolute Perfektion. Da gibt es täglich eine ganze Menge mögliche Situationen, die sehr kritisch sein können. Das ist eine unglaubliche Verantwortung. Ich glaube, dass der Job schon sehr extrem ist und dass das nicht jeder leisten möchte und nicht jeder leisten kann. Jeder Fall ein menschliches Schicksal. Sei es die Angst um das ungeborene Kind, der drohende Verlust eines Fußes durch Amputation, die Entfernung eines Tumors oder die Entschärfung einer Zeitbombe im Kopf. Niemand in Deutschland sieht mehr Fälle als Sie. Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Ist er einfach durch mich durch? Nö. Guten Morgen, Herr Dr. Wasilewski. Morgen, Herr Dr. Bode. Herr Dr. Misch. Morgen, 7 Uhr morgens, Chefarztvisite. Für viele Patienten die einzige Gelegenheit, dem Chef ohne Narkose zu begegnen. Morgen, Frau Matschol. Morgen, Herr Professor, aber nicht schon wieder, ne? Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder schnippeln. Nee, nee, ne? Guten Morgen. Ja, bitte, ist halt doch guten Morgen alle miteinander. Ja, ich auch. Ich habe den Chef assistiert. Vielen Dank. Sie verstehen auch Ihr Fach. Ich bin wieder, ich habe wieder Zukunftsvisionen und man hatte mir ja alles genommen. Nicht? Sie wissen ja, man wollte ja nicht mehr woanders. Man hatte mich ja einfach fallen lassen, wie so eine heiße Kartoffel überall. Ne? Und der Professor hat an mich geglaubt und es super. Hat funktioniert. Sie haben an uns geglaubt. Ja. Der 43-jährige Neurochirurg wurde vor 3 Jahren als einer der jüngsten Chefärzte der Charité verpflichtet. Und? Wie geht's Ihnen jetzt? Gut? Neurochirurgie. Das sind Tumorentfernungen im Kopf, Bypässe im Gehirn und Eingriffe rund um das Rückenmark. Schwerste Krankheiten, hohe Anforderungen und eine große Verantwortung. Mehr als 4000 OPs im Jahr bei nur 35 Ärzten in dieser Abteilung. Vertrauen ist dabei für die Patienten das Wichtigste. Wie bei Sabine Meerstein, sie ist eine von 800 Menschen in Deutschland, die an einer seltenen Krankheit leiden. Moja Moja. Was so harmlos klingt, kann tödlich enden. Schlaganfälle aus heiterem Himmel. Für die Mutter zweier Kinder ist neben dem medizinischen ein Faktor ganz wichtig. Dass man mit Respekt behandelt wird. Und durch Menschlichkeit. Aber ich habe festgestellt, je höher die Ärzte vom Rang sind, umso menschlicher sind sie. Die haben keine Höhenflüge mehr. Jetzt bin ich gespannt. Ich kenne meinen Arzt auch noch nicht. Vor einem halben Jahr hatte die 39-Jährige bereits den ersten Schlaganfall. Seitdem ist ihre Sprache gestört. Professor Vajkozi bespricht mit ihr die Details der OP. Jetzt ist der Punkt, dass die Hauptschlagader einen Verschluss hat. Auf der linken Seite. Ne? Ja, auf der linken Seite, genau. Und das bedeutet, dass das Risiko, nochmal einen Schlaganfall zu bekommen, sehr hoch ist. Also wenn man das in Zahlen fassen wollte, dann sind es ungefähr 30-40% in den nächsten 2 Jahren. Und der einzige Weg, wie wir das umgehen können, ist, indem man zum Beispiel einen Bypass anlegt, indem man die Durchblutung eben verbessert. Der Neurochirurg ist einer der wenigen in Deutschland, der diese komplizierte Gefäßoperation beherrscht. Bei der Moja-Moja-Erkrankung tritt eine Gefäßschwäche im Gehirn auf. Die Schlagader kann sich plötzlich verengen. Die Folge ein Schlaganfall. Um das in Zukunft zu verhindern, wird die Schläfenarterie von außen in den Schädel geführt. Eine Bypass-Operation im Gehirn mit 2 Besonderheiten. Das Gehirn ist äußerst empfindlich. Und die Gefäße sind nur 1 Millimeter dick.
ist jetzt die Darstellung der Gefäße, die unter der Haut verlaufen. Die verlaufen hier und da. Ah, da können Sie was vornehmen. Genau, das ist unser Bypassgefäß. Gut. Und dann ist das Schlaganfallsrisiko wieder so wie von einem normalen Gleichaltrigen. Gut. Das wäre der Plan. Die Maschinerie der Riesenklinik wird angeworfen. Hier gewinnen die Spezialisten die Daten, die am Ende den kleinen Unterschied ausmachen. Eine Klinik in Norddeutschland wollte die OP nicht durchführen. Zu risikoreich. Die anderen haben es abgelehnt, weil sie um ein gewisses Risiko gefürchtet haben. Wenn man den Fall dann macht, heißt es, dass man dieses Risiko bewusst eingeht. Und diese Patienten haben eine Zeitbombe im Kopf und suchen jemanden, der ihnen jetzt hilft und der ihnen nichts vormacht in dieser Sache. Wenn man nichts macht, ist das Risiko bei einer jungen Patientin für den Rest ihres Lebens höher. Die junge Patientin musste das Risiko einer komplizierten Gehirnoperation gegenüber einem erneuten Schlaganfall abwägen. Ein offener Schädel, kein angenehmer Gedanke. Ganz wichtig, sagen Sie mir, auf welcher Seite der Schlaganfall gewesen ist? Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Und auf dieser Seite soll auch der Bypass angelegt werden? Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Bitte. Ich stelle mir das hier so vor, wenn Sie mir den Kopf, den Schädel aufräsen, ist das vergleichbar, wenn man ein Loch in die Wand bohrt für die Steckdose? Es ist schon was anders. Prinzipiell ist es das gleiche Prinzip. Ja. Es ist auch eine Art Bohrer. Das sind natürlich wesentlich feinere Werkzeuge mit einer gewissen Sicherung. Also das ist kein irre langer Bohrer, mit dem man dann Gefahr läuft, das darunterliegende Hirngewebe zu verletzen. Sondern da sind solche Sicherheitsabstände, dass man dann ab einer gewissen Stelle nicht mehr tiefer reinkommt. Morgen um diese Uhrzeit wird sie operiert. Ein paar Kilometer östlich pendelt der erfahrenste Chefarzt der Charité zwischen seinen beiden Standorten. Er leitet seit 20 Jahren die größte chirurgische Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie. Der 63-Jährige wird hinter vorgehaltener Hand der Gottvater der Knochen genannt. International beratend, national führend, im Dienste der Wissenschaft eng mit der Politik verzahnt. Er sieht sich in einer langen Tradition von preußischen Chefärzten. Sein ganz persönlicher Ansatz, er formt die medizinische Elite von morgen mit harter Hand. So konnten bereits 12 seiner Oberärzte in anderen Kliniken Chefärzte werden. Die führen seinen Stil von Heidelberg bis Australien weiter. In seiner Abteilung versorgen 180 Ärzte über 80.000 Fälle im Jahr. Kaum jemand hat mehr Krankenschicksale gesehen als er. Das ist ein Patient, der von der eigenen Ehefrau in den Rücken gestochen wurde mit einem Messer. An der linken Klavikula, da ist er abgerutscht, hat sich ein Hämatopneumothorax zugezogen. Dem geht's mittlerweile gut. Was hat er denn Böses getan? Hat er nicht verraten. Das hat er nicht gesagt. Wir haben immer wieder nachgefragt, aber... Hat er nicht verraten. Ich bin nicht mit rausgekommen. Aber die Frau war insofern inkonsequent, als sie die Polizei dann gerufen hat. Ein 22-jähriger junger Mann, der mit einem Polenböller hantierte. Dabei hat er sich eine Explosionsverletzung zugezogen. Da fehlte bei dem dritten und vierten der komplette Weichteilmantel. Also, dass da schlussendlich nur noch die Nachamputation und plastische Deckung übrig blieb. Sag mal, aber hat der Ostern mit Silvester verwechselt oder was? Ich meine, Da ist ein Patient, der mit 200 Kilometer pro Stunde ungefähr mit dem Motorrad an der Leitplanke hängen geblieben ist. Der ist mit 200 gegen die Leitplanke? Er ist in den Saal gegangen, hat einen Bypass bekommen und ist anschließend noch transfixiert worden. Ja gut, der ist ja wahrscheinlich da lang und mit der Schulter hängen geblieben. Wenn da irgendwo so eine Unterbrechung der Leitplanke ist, dann ist ja der Arm weg. Ja, das ist ja dann die Alternative. Professor Haas hat ein einfaches Prinzip. Perfektion spielt eine ganz große Rolle bei uns. Dieses Perfektsein, diese absolute Perfektion. Ja, und dieses auch Präzise und das Penible. Denn das ist völlig klar. Wenn ich was wieder herstelle, will ich es wieder so herstellen, wie es vor dem Unfall war. Wenn man anfängt, ja, wird schon oder schauen wir mal oder naja, so ganz schlimm ist es ja nicht. Das ist ganz schlecht. Punkt 8 Uhr beginnt bei ihm die Visite. Ruhig auf hier. Ja. Ist hier auf niemanden Rücksicht genommen. Ne? Seine Visite ist bei den Ärzten gefürchtet. Jederzeit kann der Professor mit Fragen zuschlagen. Auch vor den Patienten. Herr Kötzler, Professor Haas. Wie lange ist her?
6 Tage. Ist er schon mal als Kind operiert worden? Nein. Ist er schon mal am Becken operiert worden früher? Als Kind? Natürlich, Junge. Das sieht ja ein Blinder mit. Ja. Ja? Also schon ein bisschen aufpassen. Ja? Keine Fangfragen. Ja? Dort, wo wir halt viel überlegen, hinher, machen wir dies, machen wir jenes, kann er schon mit einem Blick das Richtige sehen. Und auch bei Patienten, die postoperativ sind, also schon versorgt sind, sieht er auf einen Blick, was gut, was nicht gut ist. Und nimmt auch immer die Bilder vor die Tür und versucht halt uns abzufragen, ob wir das auch verstehen, was wir dort gemacht haben. Professor Haas ist ganz die alte Schule. Respekt ist dabei wichtig. Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Akribie. Da müssen wir auch gut planen. Was ist denn los, Jungs? Einer vorweg, wie immer. Kann mir einer die Bilder besorgen? Mensch, Kinder, es ist hier wie. Hier ist immer ein schöner Blick in dem Zimmer, wenn du auf dem Hauptbahnhof da runter guckst. Ja, und der Kanzler denkt, wunderschön. Ne? Doch schön Wetter kann schnell in Gewitter umschlagen. Warum kommt ihr da nicht rein? Warum kommst du da nicht rein? Weil ich jetzt gerade hier Da wird dir wieder erzählen, das ist so ein Schwachsinn, dass der übel wird. Ja, ich meine, du kannst doch nicht bei der Frau mit dem ganzen Ding nächste Woche überlegen, ob man das HKP macht. Ich glaube, ihr habt noch nicht alle Tassen im Schrank. Ja? Mhm. Guck dir mal die Weichteile an. Soll das nächste Woche eventuell HKP? Niemals. Also es ist keine interligamentäre Ruptur, es ist ein körperlicher Ausriss. Das ist mein Fehler, dann das war vor 3 Wochen. Ja. Da sieht die Welt anders aus. Der behandelnde Arzt hat sich einfach unglücklich ausgedrückt. Natürlich bekommen wir auch schon mal was zu hören, wenn einiges nicht so läuft, wie es laufen soll oder einiges nicht nach seinen Wünschen läuft. Aber grundsätzlich kann man alles mit ihm besprechen und er hört auch einem zu. Man kann sich immer Rat holen. Schließlich findet der Chef doch etwas, was seinem Anspruch nicht genügt. Eine nur fast perfekte Behandlung. Eine Schiene sitzt nicht ganz richtig. Also entweder ich mach was oder ich mach nichts. Aber nicht sowas. Das ist Schlamperei hoch 10. Ja, und der Operateur ist verantwortlich bis zum Verband. Ja, und sowas wird ruhig gestellt in was? In 90 Grad. Ja, und wie viel ist das? Geh mal nach. 120. 130, ja. Dass Sie sagen, dass ich hart war, habe ich kein Problem mit. Das entspricht ja der Tatsache. Denn ein 40-Jähriger oder 35-Jähriger ist ja schon relativ weit fertig. Den können Sie kaum noch ändern. Da müssen Sie ihn schon sehr quälen, um ihn noch zu formen. Ja? Und das ist manchmal schmerzhaft. Aber im Schluss, glaube ich, haben Sie alle erkannt, dass ich das nur zu Ihrem Besten haben wollte. Also er wird sofort, kriegt er jetzt, wer da zuständig ist, nimmt ihn runter, macht sofort eine neue Schiene. Harte Töne für das Wohl des Patienten. Am nächsten Morgen steht die OP von Frau Meerstein an. Sie soll einen Bypass im Gehirn bekommen. Während sie völlig in sich gekehrt auf den Transport in den OP wartet, hat der Arbeitstag ihres Operateurs bereits begonnen. Chefarzt Peter Vajkocis Zeitplan ist straff getaktet. 7 Uhr Visite, 7.30 Uhr Morgenbesprechung, um 8 Uhr die erste OP. Selbst an einem Tag wie diesem, an dem die schwere Gefäßoperation ansteht, auf den Punkt konzentriert sein, jeden Augenblick aufs Neue. Man geht alles nochmal durch. Überlegt sich, ob man Details vergessen hat. Überraschungen sind unerwünscht. Wie ist der Blutdruck, bitte? Der konstant hohe Blutdruck ist bei der Moja-Moja-Patientin enorm wichtig. Bei Abfall droht ein Schlaganfall. Die OP ist eine enorme Belastung für den Kreislauf. Dürfen wir anfangen? Ja, bitte. Zuerst legt Peter Vajkocsi das Bypassgefäß frei. Nach 20 Minuten fräst sich der Chirurg mit Feingefühl durch die Schädeldecke. Das Besondere dieser OP,
Ein Gefäß der Außenwelt wird in die Innenwelt des Kopfes geführt. Schritt für Schritt spielt der 43-jährige Chirurg im Kopf die nächste Aktion durch. Schach im offenen Gehirn. Können wir Sauerstoff 100% bitte machen? Ist schon, ja. Das Bypassgefäß muss einen sehr guten Blutdurchfluss gewährleisten. Das prüft der Chefarzt mittels Wärmebildkamera. Leuchtet die Ader stark auf, so ist sie für die Verpflanzung geeignet. Da bestätigt sich jetzt der Eindruck, dass Sie das eine Gefäß, das wir uns ausgesucht haben, das Gefäß, mit dem wir weiter arbeiten wollen. Gut, Licht bitte wieder an. Doch die eigentliche Herausforderung ist das Zusammennähen der beiden Gefäße. 12 Stiche sollen hier Platz finden. Millimeter. Jetzt schlägt die Stunde des geübten Auges und der ruhigen Hand. Wie fühlt sich eine Gefäßwand an? Wo trennt man am besten ab? Wie setzt man die einzelnen Stiche? Präzisionsarbeit en Miniatur. Nur eins darf dabei nie vergessen werden. Es ist Sabine Meerstein, die da liegt. Und es sind ihre Blutgefäße, die jederzeit reißen könnten. Der erfahrene Operateur blendet all das in solchen Augenblicken aus. Nach 60 Minuten ist der schwierigste Teil geschafft und der Bypass ist gut durchblutet. Also machen wir jetzt die Bandscheibe, ja? Alles klar. Für Pausen ist keine Zeit. Die Neurochirurgie der Charité ist europaweit gefragt. Es gibt mehr Patientenfälle als OP-Termine. Also verengt Peter Weikozi den Zeitplan. Prozessoptimierung. Wie in der Industrie. Dann gleich weiter, oder? So schafft er bis zu 5 OPs an einem Tag. Gut, der nächste Patient hier, vielleicht schaffe ich das ja dann rechtzeitig rüber. Also in 3 Minuten. Jeder OP-Schritt 1000-mal durchdacht. Was wie Fließbandarbeit aussieht, ist Handwerk mit besonderer Verantwortung. Also 95% konnten wir es entfernen. Hier gleicht der Chefarzt einem Leistungssportler. Naja, das Tempo ist natürlich gerade in einem Fach wie der Neurochirurgie relativ hoch. Aber das gilt für die meisten chirurgischen Fächer. Als Junger merkt man es nicht, aber wenn man dann in die Tage kommt, dann wird das Thema schon wichtig. Ja? Also ich halte die Kombination von körperlicher Fitness und auch mentaler Ausdauer für diesen Job eine der Grundvoraussetzungen. Ich persönlich habe früher viel Tennis gespielt, auch im Leistungssportbereich. Und jetzt macht man halt das Übliche, Joggen, Skifahren, bisschen amateurmäßiges Tennis. Und zum Runterkommen gibt es noch ein wenig Büroarbeit. So sind 12 Stunden Arbeitstage die Regel. Und wenn dann noch eine Notfall-OP hereinkommt, dann muss auch das Wenige an Privatleben warten. Ich habe dir geschrieben, meine SMS gesehen, dass ich noch eine OP warte. Und dass ich dir meine liebsten Grüße schicke und kurz und überhaupt. Eine Bandscheibe. Also, einen dicken Kuss. Ich rufe mir dann an, wenn ich weiß, dass ich OP kann. Ja? Bis dann. Tschüss. An diesem Abend wird er nicht vor 22 Uhr nach Hause kommen. Der Campus Virchow-Klinikum der Charité. Hier kommen die meisten Babys in Deutschland zur Welt. So, jetzt kommt mal die zweite Gruppe rein. Übernehmen Sie jetzt. Professor Wolfgang Henrich ist hier der Chef. Der Spezialist für Risikoschwangerschaften führt heute persönlich durch die Klinik. Schwangerschaftsberatung. Aber man weiß nie. Es gibt auch mal das reife Neugeborene, was in irgendwelchen Gründen plötzlich ein Sauerstoffproblem hat oder schlechte Herztöne hat oder doch die Nabelschnur, die Komplikationen macht oder Nabelschnurknoten, die auftreten oder ähnliche Dinge. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man dann gleich eine optimale Versorgungseinheit hat, denn die ersten Minuten im Leben, die zählen. Die Charité ist die Klinik der Spezialisten. In der Geburtsklinik machen die Ärzte da keine Ausnahme. Auch hier werden die schweren Fälle behandelt. Der 47-jährige Chefarzt ist auf Risikoschwangerschaften spezialisiert, Unterversorgung der Kinder im Mutterleib, Frühgeburten und Kaiserschnitte. Grenzsituationen für die werdenden Mütter. Bei insgesamt über 6000 Geburten in seiner Abteilung ging jeder dritten eine Risikoschwangerschaft voraus.
Chefarzt Wolfgang Henrich will heute Abend den Frauen die Ängste nehmen. Vor allem die lokale Betäubung durch den Rückenmarkskanal, die PDA, ist immer ein Thema. Ich würde ganz gern wissen, welche Alternativen es gibt zur PDA. Wenn ich meine Frau frage, die zwei Kinder bekommen hat, einmal mit und einmal ohne PDA, das war ein himmelweiter Unterschied. Ohne PDA empfand sie es als wirklich schwere, wie soll man sagen, einen schweren Weg, ja, mit sehr, sehr ausgeprägten Schmerzen. Und wenn Sie mal so Patienten fragen, wo würden Sie denn Schmerzen ansiedeln auf einer Skala von 0 bis 10? Ja, wenn man sagt, 0 ist fast nichts und 10 ist Vernichtungsschmerz, Todesangst und so, ja, dann kommen Sie bei Wehenschmerz so bei 7 bis 8. Ich möchte Ihnen keine Angst machen. Hab ich jetzt doch gemacht. Das tut mir jetzt leid. Aber die Frage ist natürlich immer, soll man die Wahrheit sagen oder soll man etwas beschönigen? Für viele Frauen ist es die erste Schwangerschaft. Die Erwartungen und Hoffnungen sind da hoch. Das ist schon ein ganz besonderer Glücksmoment, den man immer wieder beobachten kann. Das ist eine sehr intime Situation und ein großer Moment, der auch ja nicht so oft sich wiederholt. Wenn man nur 1,3 Kinder pro Paar hat, dann ist das bei vielen das einzige Mal im Leben. Das ist eine einzigartige Situation. Doch eine Schwangerschaft kann auch sehr große medizinische Komplikationen mit sich bringen. Wie in dem Fall von Julia Müller. Die 27-Jährige ist in der 28. Woche schwanger. Ihr Kind ist im Bauch stark unterversorgt. Ein schneller Kaiserschnitt soll das Leben des Kindes retten. In solch einem Fall ist das Maximum an Erfahrung gefragt. Professor Henrich ist seit 20 Jahren Geburtsmediziner. Frau Müllers Verlobter baut auf seine Kompetenz. Das wurde von mir halt bemerkt, dass es vom normalen Arzt zum Oberarzt, zum Chefarzt wirklich eine krasse Kompetenzsteigerung gibt. Auch in Sicherheit, Erfahrung. Und ja, das ist einfach ein Riesenunterschied gewesen. Die werdende Mutter ist bereits im OP. Hier regiert die Technik, Kabel am Körper, Herztöne des Kindes. Durch die vielen Geräusche hindurch beruhigende Worte der Hebamme. Da wird jetzt noch die ganzen Medikamente werden aufgezogen. Und dann kommt da so ein stehendes Tuch da drauf. Und wir sagen alles, was sie machen müssen. Ja, wir müssen einfach nur, können mit uns sprechen. Es ist wichtig, dass sie ganz ruhig sitzen. Und die PDA selbst? Genau, dann kommt so ein, also da kommt so ein Spritze, so eine große Plastikkanüle. Und sie wird dann gesetzt, sie merken nur einen Druck drauf. Nein, das wird nicht schmerzhaft. Wenn irgendwas wehtut und irgendwas unangenehm ist, sagen Sie Bescheid. Wichtig ist, dass Sie sich in dem Augenblick nicht befinden. Das Kind. Wunderbar, der junge Mann. Maximilian. Ja. Die Angst zermürbt einen einfach vor diesem Kaiserschnitt. Was passiert? Man weiß nicht, was auf einen zukommt, wenn das Baby da ist. Auch wenn uns vorher gesagt wurde, die Überlebenschancen sind gut und das Team macht hier auch alles, das Ärzteteam, was in ihren Kräften steht. Trotz alledem ist man da klar ängstlich. Das Ärzteteam bereitet die PDA vor. Jetzt konzentriert sich die werdende Mutter ganz auf ihren Kleinen. Der Größte, so soll er heißen, Maximilian. Max hatte leider das Pech, dass die Durchblutung in der Nabelschnur extrem schlecht gewesen ist. Die Herztöne sind dann schwach geworden, um es mal etwas leinhaft auszudrücken. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, ihn frühzeitig rauszuholen. Wenn man das nicht macht oder zu spät macht, dann wäre er im Mutterleib wahrscheinlich bald verstorben. Jeder Tag länger im Bauch der Mutter hat dem Frühchen Reife gebracht. Doch ob das gereicht hat, weiß der Geburtsmediziner erst, wenn der Kleine draußen ist. Eine letzte Sonographie soll die Lage des Kindes im Bauch klären. So, ich wollte einmal noch mal ganz kurz gucken, wie der Fips jetzt da drin liegt. Ich bin immer ganz glücklich darüber zu wissen, wo man rein schneidet und operiert. Kaiserschnitt. Für die Geburtsmediziner unter der Leitung von Professor Henrich Alltag. Für die werdende junge Mutter ein Grund zur Sorge. Man blendet in dem Moment die Sorgen um sich selbst eigentlich eher aus, sondern es geht eigentlich nur ums Kind. Man hat halt wirklich große Angst, dass einiges schiefgehen könnte in so einer frühen Schwangerschaftswoche. 27. Woche. Nicht mehr als 800 Gramm.
Das Überleben ist ungewiss. Alles klar bei Ihnen da oben? Ja. Wunderbar. Kinderärzte stehen auch bereit. Jetzt durchtrennt der Chefarzt ganz vorsichtig die oberste Hautschicht des Bauches. Mal Pinzette. Messer und Sauger. Nachdem er die Fruchtblase geöffnet hat, fischt er nach dem Kleinen. Ja. So, da haben wir den Kleinen. Festhalten. Kind festhalten. So. Sie gucken auf die Uhr, lassen schön auspulsieren. Alles gut. Mit dem Schrei des zerbrechlichen Kindes hat der Vater nicht gerechnet. Sehr gut. So, schön. So, da ist die kleine Maus. Gerade in so einer frühen Schwangerschaftswoche rechnet man nicht damit, wenn dann doch so ein Schrei kommt. Das ist erstmal das Schönste für die Eltern, das zu hören. Okay. Kind hier, rein in den Beutel. Nicht mit dem Kopf raus natürlich, Frau Doktor. So, da ist die kleine Maus. Jetzt entscheidet sich in den nächsten Minuten, ob der kleine Max überleben wird. Die Neonatologen, die Spezialisten für neugeborene Babys, versuchen nun, Atmung und Kreislauf zu stabilisieren. Diese sind sehr schwach und können jederzeit kollabieren. Im OP nebenan ist von der Anspannung aber nichts zu spüren. Vielen Dank an das ganze Team, ja, und herzlichen Glückwunsch den Eltern. Ja. Brauchen sich keine Sorgen machen. Die Neonatologen sind extrem gut hier. Die werden ihren Nachwuchs schon richtig aufpäppeln. Alarm bei den Neonatologen. Die Atmung versagt kurz. Routiniert leiten sie die nötigen Maßnahmen ein. Oberärztin Berns ist die Ruhe selbst. Und in Minute 18 mit dem Druck runter auf 17. Maximilian atmet. Jede Geburt ist was Besonderes, aber diese ganz kleinen sind nochmal spannender, aufregender. Obwohl wir viele haben, pro Jahr, aber trotzdem. 778 Gramm, so viel wiegt der Kleine, der Große heißt. Die Mutter darf noch nicht aufstehen. Jetzt kommt auf den Verlobten eine große Verantwortung zu. Na, ich denke mal schon, dass es für die Frau jetzt gerade hier im Kaiserschnitt sehr wichtig ist, weil ja sie im Endeffekt mit einer PDA ja nicht laufen kann. Und ich bin ja derjenige, der dann rüberrennt und sie berühren kann und sagen kann, es stimmt alles mit dem Kleinen. Sie sieht den ja, es muss ja für eine Frau Horror sein, wenn ein Kind entnommen wird und dann ist es erstmal Tür zu und man ist räumlich getrennt. Ich glaube, das ist nicht leicht. Also ich möchte nicht tauschen. Im Großen und Ganzen überhaupt nicht tauschen, ja. Die junge Mutter ist erleichtert, dass der erfahrene Chefarzt die Operation durchgeführt hat. Ein bisschen sauber machen? Ja, ich fand's toll, dass sie operiert haben. Bitte, war mir große Freude. Alles ging gut, dem Baby geht's gut. Besser konnten wir es nicht rauskriegen. Okay. Ist alles offen? Ja. Wir haben ja sehr viele Frühgeborene unter 32 Schwangerschaftswochen hier in diesem Zentrum. Und von daher ist es schon auch eine gewisse Routine. Und das funktioniert nur, wenn man ein Team ist mit Narkose, Ärzten, die eine hervorragende Betäubung machen, dass die Frauen wach sind und in gewisser Weise doch ein Geburtserlebnis haben. Das konnte man hier ganz gut sehen, weil sie also selbst das Kind gehört hat, wie es geschrien hat. Und das beruhigt natürlich immens in so einem Fall. Im Brutkasten geht's auf die Intensivstation für Babys. Ein kleiner Max auf großer Reise ins Ungewisse. Es gibt genügend Risiken, die einem da auch im Kopf dann umherkreisen. Man malt sich einfach Sachen aus, die vielleicht auch gar nicht so gut sind. Aber das ist das Mutterherz. Man macht sich einfach extrem viele Sorgen. Man hat nur noch das Kind im Kopf und hofft, dass es ihm weiterhin gut geht. Die Mutter selbst wird ihr Kind erst in 2 Tagen sehen können. Charité Mitte gleich neben dem Regierungsviertel. Fast jeder Zweite, der hier liegt, wurde bereits in einem anderen Krankenhaus behandelt. Falsch sitzende Prothesen, infizierte Wunden oder schief verheilte Knochen. All das landet bei der letzten Hoffnung, Professor Haas.
Das ist ein Infekt oder was ist das? Das ist ein Infekt. Es muss noch eins gehen. Allein so eins anzubieten, verstehst du? So ein abgeschnittenes Bild uns anzubieten. Oben, das passt alles nicht. Ja. Das ist ja am 25. Mai. Ja, das ist, was ist denn der Grund jetzt, dass Sie da... Infekt, nicht beherrschbarer Infekt. Aber er hat mir eben erzählt, die Pfanne kann man drin lassen, die ist nicht infiziert. Man braucht bloß was anfangen. Hat er mir gestern, das ist Niedersachsen, ja, das ist noch Deutschland, glaube ich. Und ich kann es immer nicht glauben, ne? So, ja, ich weiß es. Therapiert. Das also guck doch mal, wo die Pfanne jetzt schon, wo die jetzt schon ist. Vielleicht war sie da immer da oben drin, aber ja, guck mal, wie weit. Die muss auf jeden Fall raus. Ach, das ist gar keine Frage. Die ist 85 geboren, kriegt eine Sockelpfanne, kriegt so einen langen Hoscher. Und jetzt ist alles infiziert. 85 geboren. Bis hierher und jetzt alles infiziert. Kannst du ganze Fieber aufsehen, es geht gar nicht. Ausputzer der Nation. Weißt du? So, schönen guten Tag. Die Ärzte der Charité sind nicht an sich besser als andere. Es ist die große Zahl von Fällen, die die Erfahrung schafft. Und der Anspruch, die Besten sein zu wollen. Es gibt ja in jedem Beruf, sag ich mal, Spitzenleistung. Ja, gibt bei Köchen, es gibt Sterneköche und es gibt eben den Kiosk um der Ecke. Und jeder kocht, aber jeder kocht eben unterschiedlich. Und wir gehören dann eben schon, wenn man es vergleicht mit den Sterneköchen, dann haben wir eben schon die drei Sterne. Das ist natürlich auch Ausbildung, das ist Selektion, das ist harte Arbeit der Leute. Und eben nur die Besten sozusagen kommen immer weiter nach oben. So versucht die Abteilung von Professor Haas zu retten, was andere nicht konnten. Wie bei Jan-Philipp Gauss. Ihm droht eine Fußamputation wegen eines Infektes. Also ich hatte einen Unfall in Südafrika, da bin ich in eine nicht gesicherte Baugrube gestürzt. Es ging ungefähr 4 Meter bergab und ja, ist leider der ganze Fußball gebrochen mehrfach. Bei der Operation ist ein Infekt eingeschleppt worden, der über ein Jahr hin den gesamten Knorpel vernichtet hat. Jetzt reibt bei jedem Schritt Knochen auf Knochen. Das Ergebnis? Unerträgliche Schmerzen und die Gefahr, dass der Infekt sich weiter ausbreitet. Es kam 5 cl Eiter ungefähr raus. Und es war zweimal kurz davor, dass sie gesagt haben, die Ärzte mit dem Fuß, ob er noch dran ist nach der OP, ja oder nein, ist eher eine knappe Geschichte. Professor Haas baut auf seine Erfahrung. In den letzten 20 Jahren hat er unzählige Male den OP-Trakt aufgesucht, um zu heilen. Müssen wir mal ausrechnen. Sag ich mal 40 Jahre, ja, gut, nicht jeden Tag, aber dann, ja, könnte man ausrechnen, kann es in den Computer eingeben. Na ja, gucken wir mal formhalber nach. Der 63-jährige Chefarzt will den Fuß unbedingt retten, das hat er dem Patienten versprochen. Doch zuerst muss er die alten Operationsspuren beseitigen. Die Schraube müssen wir dann entfernen. Das obere Sprunggelenk will Professor Haas mit Schrauben versteifen. Die Herausforderung, es muss in eine exakte Position gebracht werden. Denn so fixiert bleibt der Knochen für immer. Zunächst müssen die Ärzte jedoch den Infekt auskratzen. Das sieht aber auch nicht gut aus. Nee, das sieht alles nicht gut aus. So ein bisschen zur Seite, jawohl. Guck mal, wie schön das jetzt da zu stellen ist. Gib mal den Lühr, normalen Lühr. Feine Teil. Du, Solane, wenn du freundlicher wärst, schau mal. So, und das Fett da unten mitnimmst, schau. Jetzt sehe ich alles. Guck mal, jetzt ist doch die Frau der Syndesmose. Ja? Bei allem Handwerk vergisst der erfahrene Chirurg nicht, dass er einen jungen Mann operiert. Der hat das ganze Leben noch vor sich. Hinter jedem Unfall, hinter jeder Verletzung, hinter jeder Krankheit oder Fehlstellung oder steckt ja ein Schicksal, ein menschliches Schicksal. Wir behandeln ja Menschen und nicht jetzt nur seinen Knochen, der jetzt wieder gerichtet wird oder repariert wird, sondern da ist ja immer ein Mensch dahinter, ein ganzes Schicksal. Und wenn mal eine Komplikation eintritt, dann ist es ja für den Patienten furchtbar. Eine langwierige Geschichte, manchmal lebenslang. Und deswegen versteht er auch keinen Spaß, wenn es um die exakte Ausrichtung der Knochen geht. Das Röntgengerät ist etwas aus der Achse. So kann er nicht verschrauben. Jetzt wird schief. Nein, das hier ist völlig schief jetzt. Daniel, mach's wieder gerade. Komm. Ja. Okay, noch ein bisschen drehen, bitte. Ganz wichtig, dass wir die Achse genau machen. Noch ein bisschen. Mach es ganz gerade. Okay, komm. Weiter, AP. Da kann der Ton schon rauer werden.
Perfektion als oberstes Ziel. So, ja, sieht doch gut aus jetzt, ja? Professor Haas hat sein Werk getan. Ja. Okay, Dani ist gar jetzt. Der Rest hier noch nicht vergessen zuzumachen. Und, okay, ich habe jetzt da Vorstandssitzung. Wir müssen mal anschauen. Verschwitzt, aber zutiefst befriedigt. Der Professor und seine Welt. Ja, du siehst das Ergebnis sofort. Da kann jeder reinkommen. Ja, jeder kann Kritik üben. Ja, sagen, oh, aber wird keiner sagen jetzt, weil es alles korrekt ist. Aber das ist eben der Vorteil dieses Faches und auch natürlich der große Nachteil. Ja, du ärgerst dich natürlich auch schwarz, wenn diese Schrauben nicht so sitzen, wie man sich das vorgestellt hat. Zwischendrin hat er mal das Röntgenbild so ein bisschen komisch gehalten. Habe ich gedacht, hoppla, was, wie sieht denn Berg? Aber jetzt, das war einfach nur falsch gedreht. Dann kriegst du sofort Stress und Negativstress. Ja? Ja, das andere ist positiver Stress. Der 63-Jährige wird nicht müde, seinen Beruf so auszuüben, dass er auch selbst an die Grenzen kommt. Wie ein Schwerstarbeiter steht er am Ende des Tages verschwitzt vor seinem Spind. Wer hier Herr im Haus ist, zeigt eindeutig dessen Nummer. Jetzt geht's zum nächsten Termin. Bei Professor Henrich wird Frühchen Max für den ersten Kontakt mit seinem Vater vorbereitet. Er hat den Kleinen noch nicht gesehen. Stellvertretend für die Mutter muss er alle Eindrücke festhalten. Also er wiegt 778 Gramm. Das ist ja krass, aber das kann man nicht machen. Er kann die Augen noch nicht aufmachen. Nee. Die hat er noch zu. Macht aber morgen oder übermorgen. Haben das Gefühl, ein Auge ist schon so am Blinzeln. Zumindest versucht ja? Das schon sehr. Ja, ja. Ja, das sehe ich da, das linke, ja. Genau. Ja. Wollen Sie mal anfangen? Und die Augen aufmachen, das geht halt nicht. Ne? Das Allerschlimmste, was so einem passieren kann, ist, man sieht, wie so ein kleiner Mensch anfängt, wirklich schreien zu wollen und verzweifelt ist, weil er das halt nie so will, was mit ihm gemacht wird. Aber man hört nichts, weil er halt keinen Laut rauskriegt, weil der Tubus, die Beatmung durch die Stimmbänder geht und dadurch die Stimme nicht zu hören ist. Mit Fotoaufnahmen des Kleinen geht es jetzt zur Mutter. Die liegt im Aufwachraum der Geburtenklinik und hat keine Chance, ihren Sohn zu sehen. Das ist ja immer so, dass eine Bindung zwischen Mutter und Kind hergestellt werden muss. Das findet normalerweise in den ersten Minuten statt. Wenn die Kinder geboren werden, kommen die Kinder nicht zu uns in den Erstversorgungsraum, sondern kommen eigentlich auf die Brust der Mutter. Und in dem Fall fehlt das. Was auch fehlt, sind die letzten Wochen der Schwangerschaft. Bei unserem kleinen Patienten sind es 13 Wochen, die fehlen. Ruft immer Schuldgefühle auch bei den Müttern hervor. Was habe ich falsch gemacht? Warum ist mein Kind jetzt schon so früh zur Welt gekommen? Und deswegen ist es ganz extrem wichtig, dass wir den Müttern die Möglichkeit geben, Kontakt aufzunehmen. Und sei es auch nur Bilder zu betrachten. Im Campus Charité Mitte sind 10 Tage vergangen seit der Rettung des Fußes. Professor Haas prüft die alten Röntgenaufnahmen. Heute ist der Patient zur Nachuntersuchung da. Schönen guten Tag. Okay. Sag mal, wann ist das letzte Mal geröntgt worden, Herr Haas? Vor der OP und während der OP. Ja, das weiß ich schon. Ist danach kein Bild mehr gemacht worden? Ehrlich? Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, Ich schon. Das sieht doch gut aus, ne? Von Weichteilen her sieht es schon mal sehr schön aus, ne? Besser als das ganze letzte Jahr. Ja, klar. Ja gut, aber dann sollte man schon mal jetzt ein Röntgenbild machen. Okay. Ja? Schmerzen und sowas keine? Keine. Gar keine? Gott sei Dank ist es gut gegangen. Auch wenn er jetzt versteift ist, aber es ist der beste Ausgang, den ich haben kann. Nur der obere Teil des Fußgelenks ist versteift. Der untere ist jetzt wieder voll bewegungsfähig. In 3 Wochen können nur noch Orthopäden den Eingriff am Gang erkennen. Im Campus Benjamin Franklin steht für Frau Meerstein die letzte Untersuchung nach der Bypass-Operation an. Bei der Angiografie wird der Blutfluss im Gehirn dokumentiert.
Nur das Loch in ihrem Schädel verrät noch die OP vor 7 Tagen. Professor Peter Weikozi hat eine spannende Nachricht für die 39-Jährige. Wie geht's? Gut, danke. Untersuchung gut überstanden? Ja. Ich sehe, das Auge ist auch wieder abgeschwollen. Der Bypass tut's, also sprich, er ist offen. Er füllt auch einen schönen Teil von dem Gefäßsystem auf der linken Seite. Ja. Und sieht alles wunderbar aus. Ja? Das ist perfekt. Ja. Danke Ihnen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen ruhig liegen wegen der Schleuse oder wegen dem Katheter, der in der Leiste war, dass es da nicht nochmal blutet. Aber dann wären wir eigentlich fertig und dann könnten Sie morgen nach Hause. Genau. Ja? Danke. Von ganzem Herzen. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nach 10 Tagen in der Charité kann Sabine Meerstein wieder nach Hause. Der Ehemann und der älteste Sohn holen sie ab. Nur ein kleiner Bluterguss lässt noch die Schwere des Eingriffs erahnen. Ihre Zeitbombe im Kopf ist entschärft. Neurochirurgie ist das Paradebeispiel, wo man an dem einen Tag der Größte ist und an dem anderen Tag wieder die kleine Wurst ist und in Demut sich üben muss. Also man sollte sich dafür hüten, zu sehr abzuheben. Das ist sicherlich nicht der richtige Ort dafür. Aber es gibt natürlich Situationen, da freut man sich, dass eine Operation gut gelungen ist und dass man etwas mit dem Team gemeinsam geschafft hat, was vielleicht vor ein paar Jahren nicht so möglich gewesen wäre. Das sind sicherlich einzigartige Momente. Aber man muss auch wissen, dass hinter der nächsten Ecke schon wieder eine kleine oder eine größere Enttäuschung lauert. Am selben Nachmittag trifft eine neue Patientin des Chefarztes ein. Dorothea Renz trägt ihren größten Feind im Kopf, einen Gehirntumor. Der wurde vor 7 Jahren bereits schon einmal operiert. Doch vor 6 Monaten ergab eine Nachuntersuchung ein schreckliches Ergebnis. Das erste Mal bin ich halt einfach umgefallen. Und dieses Mal ist es reine Kontrolle gewesen. Und je länger der Zeitabstand schon ist, desto eher unwirklich wird es ja schon. Dann macht man sich mehr Hoffnung. Man hat es wirklich geschafft. Wohl wissend, dass es nicht ganz viele gibt, die es total schaffen, wo gar nichts mehr passiert. Bei der Art von Tumor. Aber man hofft und man glaubt immer mehr. Und dann schlägt's halt wieder zu. Am Charité-Campus Benjamin Franklin ist das junge Team rund um Peter Weikozi auf komplizierte Tumorentfernungen spezialisiert. Bereits zuvor operierte Patienten wie die 55-Jährige sind heikel. Das Gehirn kann Areale für wichtige Funktionen einfach verschieben. Wo beginnt der Tumor? Und wo enden die Steuereinheiten für Sprache, Gefühle und Bewegungen? Jetzt haben uns die Bilder ja schon mal gemeinsam angeschaut. Ja. Und da sieht man, dass der Tumor wieder gewachsen ist. Wir werden ihn nachher noch mal gemeinsam anschauen. Mhm. Aber was man in den Bildern sieht, sind die Chancen gar nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eine Spezialstrategie haben, ja, um diesen Tumor noch mal sicher operativ zu entfernen. In dem linken Schläfenlappen, wo der Tumor ist, da ist vor allem die Sprache. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Operation so, dass sie bei der Operation wach sind. Und dass man mit ihnen während der Operation spricht, sodass man rechtzeitig eingreifen kann. Die Hauptangst ist ja, dass man Schmerzen hat bei der Operation. Und dafür müssen sie keine Angst haben. Das Gehirn selber ist nicht schmerzempfindlich. Das Gehirn, Zentrum aller Empfindungen, lebenswichtiger Steuerungen, Sitz der eigenen Persönlichkeit, geformt aus Millionen von Nervenzellen. Hier sitzt ein Tennisball großer Tumor, bedrohlich nah am Sprachzentrum. Den einen zu entfernen, ohne das andere zu beschädigen, wird die Herausforderung sein. Man versucht natürlich alles an Chancen zu ergreifen, was man irgendwie nur bekommen kann. Und wie gesagt, der Weg hierher, das liegt ja nicht gerade um die Ecke, sondern wirklich zu sagen, da habe ich die größte aller Chancen, das optimalste Ergebnis zu bekommen. Fachlich versiert, das beste Umfeld zu bekommen und damit auch eine Chance, vielleicht den vielleicht sogar als fernes Wunschziel, selbst wenn man sowas immer nicht überstrapazieren darf, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber vielleicht das Ding sogar komplett wieder rauszukriegen.
Was wir grundsätzlich, glaube ich, heutzutage den Patienten anbieten können, dass wir mit Risiken, die weit unter 10% liegen, eine 90%ige Tumorentfernung erzielen können. Ich denke, das können wir den Patienten so sagen. Und dann werden sich die meisten Patienten wohl wissend der Prognose, die sie haben, wenn sie nicht behandelt, operativ behandelt werden, für einen solchen Schritt entscheiden. Dorothea Renz ist Epileptikerin. Stresssituationen können bei ihr zu Krampfanfällen im Gehirn führen. Das fürchtet auch Teamarzt Thomas Picht. Das kann ein Problem sein, auch für die Sprachtestung. Dass wir das dann eine Zeit lang aussetzen müssen, wenn so ein Krampfanfall auftreten sollte. Das passiert nicht. Das nehme ich mir vor. Also wenn ich jetzt irgendwie hier reingeschoben würde und ich hätte überhaupt noch keinen gesehen, das würde ich bei der Art Operation ganz furchtbar finden. Wenn wir das Gefühl hätten, Sie haben, fühlen sich nicht wohl mit der Situation oder haben kein Vertrauen, dann würden wir es wahrscheinlich Ihnen auch gar nicht empfehlen, das zu machen. So wird das. Ich bin überzeugt. 10 Kilometer entfernt beginnt mit der Visite der nächste Tag bei Professor Haas in Berlin-Mitte. Auf 2 Stockwerken liegen insgesamt 60 Patienten. Von jedem sieht der Chefarzt die Röntgenbilder und hört sich kurz die Krankengeschichte an. Da bleibt nicht viel Zeit für den Einzelfall. Geht's gut? Ja, sehr gut. Besser, ja? Ja. Als vorher. Okay, gut. Alles klar. Ich hätte noch 2 Fälle Ihnen vorzustellen, Herr Professor. So, kann der Besuch ganz kurz rausgehen. Sie können gleich wieder reinkommen. So. Hallo. Hallo. Und jetzt, wann war die OP? Vor 8 Tagen. Und wie geht's jetzt? Okay, prima. Gut, wieder schauen. Okay, gut. Ist da was zu sehen jetzt außer einer Gürtelstone? Nein. Nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Und das ist so der bisschen Nachteil, dass die Patienten ja sagen, der hat mich ja kaum angeguckt oder gar nicht mit mir gesprochen. Das ist wieder auch, wo der Halbgott in Weiß und ja, kommt nur rein und fliehen, so wehender Kittel und wieder raus. Aber das ist jetzt, da steckt mehr dahinter. Ja? Der Tag hat auch für uns oder für mich nur 24 Stunden. Das ist das Problem. Ich hätte ihn gerne länger. Doch manchmal nimmt sich der gebürtige Schwabe dann doch viel Zeit. Wenn er spürt, da ist jemand unsicher, da braucht ein Patient eine Extraportion Chefbetreuung. Wann ist sie reingekommen? Links. 2003. Links? Ja, erstmalig. Erstmal die 94. Ah, 94. Und dann ist 2003? Hier, 2004 ist gewechselt worden bei uns. Und dann hat es Ihnen so gut gefallen, dass Sie jetzt die Rechte gleich primär hier machen ließen. Die ist neidisch, die will jetzt auch mal ran. Ja, ja, nein, aber Sie hätten das ja... Ja, ist schon richtig. Die war aber schon ziemlich verbraucht, die rechte auch. Ja. Nein. Doch, nach dem Röntgenbild. Da bin ich gut mit. Ja, jetzt zum heutigen Zeitpunkt. Ja, heute, deshalb ja. Sind Sie ja zu uns gekommen. Ja, ja, ist richtig. Mach ich jetzt. Nein, nein, jetzt vor der Operation, da sieht man ja das Bild. Ja. Vorher, da war nichts mehr da. Ja. Das ist alles verbraucht. Na, jetzt sieht es wieder gut aus. Ich hoffe es. Nein, es sieht gut aus. Ich bin ein bisschen unsicher, ist mir so unbekannt. Eine einzementierte, da war ich mir immer sicher. Ach so, aber Sie sind schon gelaufen, oder? Ja. Und, geht gut? Man sagt es. Ja, aber ich frage Sie doch. Na, ich bin mit mir noch nicht ganz zufrieden. Sie sind noch nicht ganz zufrieden. Und warum? Ja, also der ist diesmal so sehr angeschwollen. Ist noch ein bisschen angeschwollen? Geht. Ja. Ja, gut, ja, ein bisschen ist es noch, ja, das wird sich aber geben, ja, ganz sicher. Okay, gut. Das Virchow-Klinikum der Charité, benannt nach einem der berühmtesten Ärzte des 19. Jahrhunderts, Rudolf Virchow. Hier in der Geburtsklinik unter der Leitung von Professor Wolfgang Henrich hat Julia Müller ihr Frühchen zur Welt gebracht. Heute sieht sie ihren Kleinen zum ersten Mal. Der kleine Max hatte einen schweren Lebensstart. Kaum auf der Welt versagte die Atmung. Schon erst mal den Kopf selbst umgedreht, von rechts nach links. Haben Sie gemacht? Nee, hat er selber gemacht. Hat er selber gemacht? Echt? Ja. Er ist schon kräftig. Er hat ja auch gleich geschrien. Ja, er ist ziemlich eigenwillig. Julia Müller leidet mit ihrem Frühchen. Beatmet, angeschlossen an Maschinen. Professor Henrich kennt diesen Blick der Mütter. Ja, hat man sicherlich den Eindruck manchmal, dass die Frauen
distanziert vor diesem Brutkasten stehen und es gar nicht fassen können, vielleicht Schuldgefühle entwickeln. Warum bringe ich dieses Neugeborene so früh auf die Welt? Was mute ich dem zu? Was mute ich meiner Familie zu? Dass so ein kleines Würmchen so viel mitmachen muss, so viel erleben muss schon. Es ist einfach super, super schwer, sowas zu sehen. Trotz alledem ist er ganz tapfer. Und er schafft es auch. 4 Tage später kann die junge Mutter endlich richtig Kontakt mit ihrem Sohn aufnehmen. Schon beruhigt sich die Atmung des kleinen Max merklich. Alle Gefühle auf einen. Toll. Max macht heute seinen ersten Ausflug. Zusammen mit Papa geht es auf die Couch. Kangarooing, so heißt die intensive Kuscheleinheit. Abgeguckt von den Kängurus und ihrem kleinen Nachwuchs im Beutel. Jetzt ist die kleine Familie vereint. Max wird in 2 Monaten ein ganz normales Baby sein. In der Neurochirurgie beginnt für die 55-jährige Dorothea Renz der Untersuchungsmarathon. Sie hat einen Tumor im Kopf, Tennisball groß und gefährlich nah am Sprachzentrum im Gehirn. Um nun genau dieses Areal zu schützen, müssen die Ärzte es zunächst eingrenzen. Dies geschieht mittels elektromagnetischer Stimulation. Kur. Kanu. Moderator. Berühren Sie den weißen Kreis, nachdem Sie das gelbe Viereck fortgenommen haben. Damit endet der angenehme Teil Ihrer Behandlung. Morgen steht die große Wach-OP an. Einmal die Woche hat Professor Haas Sprechstunde. Vor allem Patienten mit schlechten Voroperationen suchen ihn auf. Der Chefarzt ist ihre letzte Hoffnung auf Heilung. Und Sie waren vorher 3-mal offen operiert und hat keinen Erfolg gehabt. Nee, das war sicher mein Wissen. Ja, gut, das ich eigentlich vergessen. Können Sie vergessen, ja, aber jetzt ist ja Gott sei Dank, hat sich ja der große Einsatz gelohnt. Und jetzt haben Sie Beschwerden auf der anderen Seite. Das Problem ist halt, dass ich hier permanent Schmerzen habe. Ja. Und das ist halt nachts unangenehm. Ja, ich habe es gerade mit angeguckt. Da sieht man, dass da so schon irgendwas gerissen ist. Also im ganz kleinen Sehnenriss auf der Seite, ja, der sie aber jetzt so beeinträchtigt, dass man das, denke ich, gut mit einer minimalinvasiven Operation hinkriegt. Mhm. Ne? Wie alt sind Sie? 46. 46, ja gut, da ist man noch jung und mittendrin. Ne? Ja gut, die wollen halt nichts mehr bezahlen, habe ich so den Eindruck. Mhm. Er war ja ehemaliger Motocross-Meister, ne? Ja. Welche Liga war das? Enduro-WM. WM, ja. 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 84 und 87 haben wir die Weltmeisterschaft gewonnen. Ach so, Weltmeister. Ja. Im Moment, was machen Sie im Moment sonst für sportliche? Ich fahre nach wie vor noch Motorrad. Weiterhin Motocross. Ja, gut, finde ich schlecht. Ja, die gibt es ja auch für Ältere. Für Ältere. Betreutes. Das ist gut. Betreutes Fahren, genau. Oder was? Das ist gut. Dann ist alles klar. Ja. Dr. Scheibel bespricht das mit Ihnen, Termin, und dann wird es repariert. Und dann, das wird sicher schneller gehen als diese große Aktion von der rechten Seite. In der Geburtsklinik hat sich ein neuer Fall für Professor Wolfgang Henrich eingefunden. Eine junge Frau, schwanger in der 33. Woche. Zu viel Fruchtwasser im Bauch und gefährlich viel in der Lunge des ungeborenen Kindes. In der Untersuchung wurde festgestellt, dass es um das Herz des Kindes sich Wasser, also Fruchtwasser gebildet hat. Und der hat mich dann zur Feindiagnostik überwiesen. Und dort wurde dann festgestellt, dass das ganze Brustbereich irgendwie voller Wasser ist. Fruchtwasser.
Und ja, dann wurde ich hierher überwiesen. Die Geburtsklinik ist spezialisiert auf Risikoschwangerschaften. Jede dritte Schwangerschaft ist ein intensiver medizinischer Fall. Professor Henrich wird sie punktieren. Sollte der Eingriff zu plötzlichen Wehen führen, steht alles bereit. Die junge Frau wartet auf den Beginn der OP. Ich muss hier weg, ich kann das nicht mit anhören. Ja, mir geht's genauso. Wie ist das hier? Hier? Nein, die ist da vorne. Und Sie sind die Angehörige? Ja. Nee, ich bin eigentlich nur Freundin. Die beste Freundin. Okay. Wären Sie dabei dann? Ja. Okay, alles klar. Der Oberarzt bereitet sie auf den Eingriff vor. Doch die vertrauensbildende Maßnahme fruchtet nicht ganz. Mirafete Mehdi ist äußerst nervös. Geh mal hin. Die 20-Jährige wird ohne Betäubung behandelt. Trotzdem muss die 8 cm lange Nadel in den Bauch eingeführt werden. Wo steckt so ein Bein? Wieso guckst du da was an? Wir schon wissen, was da gemacht wird, ne? Die werdende Mutter hat sich die Schwangerschaft viel unbeschwerter vorgestellt. Und mit sowas kann ich auch dann nicht umgehen, so mit. Wie soll ich sagen? Mal kriegt man das zu hören, mal das zu hören und dann an. Mal geht's ihm gut, mal geht's der Kleinen gut, mal doch nicht. Und jetzt sowas, das nimmt einen Menschen auch voll mit. Also auch mit der Psyche, also was mich betrifft. Ich bin so ein Sensibelchen. Und dann, ja. Man muss schon stark sein. Und dann, ja. Man muss schon stark sein. Naja, was hier ganz besonders ist, Sie haben hier im Prinzip zwei Patienten. Die Mutter leidet und das Kind ist schwer krank. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, auch beiden gerecht zu werden. Der Chefarzt erklärt vor dem Eingriff genau seine nächsten Schritte. Das ist im Prinzip so ähnlich wie bei einer Fruchtwasseruntersuchung. Es gibt einen kleinen Peak und dann kommt die Nadel schon raus und es bleibt nur so eine Hülse noch drin. Professor Henrich setzt die Punktionsnadel an. So, gibt es einen kleinen Stich? Ja, es piekt mal ganz kurz. Das war's schon. Ziehen raus. So, also kommt schon das klare Fruchtwasser. So. Sauber läuft? Sehr schön. So, jetzt werden Sie merken, wie der Bauch dünner wird. Wie viel haben wir denn? Also ein halber Liter ist schon raus. Da ist die Spitze ganz gut zu sehen. Ist entfernt vom Kind und auch von der Nabelschnur. Die sehen wir hier. Alles gut? So, jetzt müssen wir Schluss machen. Geh mal ab. Ja, ist gleich vorbei. Das war's schon. Ja? Schön durchatmen. Alles ist okay. Jetzt nehmen wir noch eine kleine Blutprobe aus der Nabelschnurvene. Der Chefarzt will damit eine mögliche Erkrankung des Kindes ausschließen. Dennoch weiß er nicht, warum es Fruchtwasser in der Lunge hat. So, jetzt raus. Müsste das Nabelschnurblut kommen? Läuft. Ganz gut. Okay, wahrscheinlich. Okay. Bin gleich fertig. Wunderbar. Jetzt werden wir erstmal abwarten und schauen, was die Ergebnisse bringen. Je nachdem, was rauskommt, können wir dem Baby vielleicht helfen. So, vielen Dank auch an die Anästhesie. Ja, gerne. Danke Ihnen. Ursache. Na, alles gut. Charité Campus Benjamin Franklin, 7.20 Uhr. Der Chef der Neurochirurgie besucht kurz vor der OP noch einmal die Tumorpatientin Dorothea Renz. Sie ist sehr nervös. Guten Morgen. Wie war es gestern? Gestern war okay. Also aufgeregt, klar. Das geht so wellenartig. Das ist alles gut genetisch, glaube ich. Ja. Ich dachte, man nimmt mich jetzt mit. Doch auf Peter Waikozi warten noch die anderen Patienten bei der Visite. Nervös. Eine Wach-OP ist eine der diffizilsten Eingriffe im Kopf überhaupt. Also was einen zuerst fasziniert in der Neurochirurgie ist die Ästhetik.
der Anatomie, die Herausforderung des Eingriffs und die delikaten Operationen. Was für Schicksale dahinterstehen und wie schwere Verläufe es im Einzelfall geben kann und welche weitreichenden Entscheidungen man treffen muss, das ist den wenigsten, die in dieses Fach einsteigen, primär klar. Dorothea Renz wird nun vorsichtig für die Operation vorbereitet. Nur 100 Meter weiter im selben Gang warten bereits die Ärzte der Orthopädie auf ihren Einsatz. Professor Haas betreut heute zwei Schulter-OPs. Ein Einbau einer neuen Prothese und die Wiederherstellung der Schulter des ehemaligen Motocross-Weltmeisters. So, Professor Haas bitte anrufen, dass wir dann anfangen. Und so treffen die beiden Chefärzte für einen kurzen Moment zusammen. Der junge Gehirnspezialist und der erfahrene Chirurg. Professor Haas hat heute wichtigen Besuch aus China. Der Chef der Orthopädie Peking will neueste Operationsmethoden kennenlernen. Der erfahrene Routinier hat einen tragischen Fall dafür vorgesehen. Ein Patient mit frischer Schultergelenksprothese war auf dem Weg zur Reha auf die gesunde Schulter gestürzt. Erneute Fraktur, leider vor dem falschen Krankenhaus. Die dortige Behandlung macht jetzt eine zweite Prothese nötig. Doch Professor Haas vermutet weitere Komplikationen. Additional bone formation and this is sometimes the sign that it will be infected. Der erfahrene Chirurg hofft, dass er mit seiner Vermutung falsch liegt. Doch am Knochen ist die Katastrophe unübersehbar. Hier kommt irgendwie raus, ne? Da kommt aber noch Menge raus, sag mal. Mensch, nicht weg. No suction. We need it for the microbiology, ja? Huh? Oh yes, that's an infection, ja? We remove all the things and stop it. And then we wait 3 months as at least. Also ist klar, ist entschieden, ja? Ja, klar. Hm? Nächsten Patient bestellen, bitte. Ja. Das heißt, jetzt kommt die nächste OP. Wenn man was repariert, aber den Menschen dahinter nicht beachtet, dann kann auch eine gute Operation letztendlich mit einem schlechten Ergebnis enden. Der Infekt muss zuerst ausheilen. Jetzt ist der Motocross-Weltmeister dran. Ja, wie sieht's aus? Landkast, geh noch mal rein da. In dieses Loch, nein, in das Loch, genau mittig, da, ja. Das debridieren wir und ansonsten ist der Bizeps stabil, wird man nichts weitermachen. Hier, wir haben auch einen Gastarzt da, Chef, Herrn Degner aus Halle. Aus Halle, von wo? Von Niederlassung. Niederlassung. Ja. Und wo ausgebildet, wo? Zum Teil am Rhein. Beim Heine? Beim Werner Hein? Oder beim Otto? Auch beim Otto. Auch beim Otto. Sie kennen sich ganz schön aus. Ich kenne mich gut aus, ja, das ist richtig. Sagen meine Assistenten auch immer. Ja. Die abgerissene Bizepssehne ist nach 20 Minuten wieder angenäht. Der Chef nutzt die gewonnene Zeit für eine kurze Stippvisite bei einer Wirbelsäulen-OP. Der ehemalige Motocross-Weltmeister erwacht derweil ganz langsam. Lediglich eine Stunde dauerte sein Eingriff insgesamt. Herr Thalmanns? Herr Thalmanns? Gehen denn schon die Äuglein auf? Gucken Sie mich mal bitte an. Bin nicht schön, aber gucken Sie mal trotzdem. Dann können Sie weiterkommen. Sehr gut. Die OP ist vorbei, ne? Sie sind jetzt im Aufwachraum, schlafen sich Ihre Narkose aus? Man kann das, was man hier in dieser Zeit sieht, nicht hochrechnen auf ganz Deutschland. Das ist ja schon Spitzenmedizin oder eine Spitzenleistung. Einfach, weil das, weil er macht das jeden Tag und in einer Qualität, die man auf diese Art und Weise ansonsten auch schlecht hinkriegt. Braucht man einfach sehr viel Übung und es ist einfach, da gibt es nicht so viele Leute in Deutschland, die das so in dieser Qualität und in dieser Zeit können. Auf der anderen Seite des OP-Traktes, nur wenige Meter entfernt, bereitet sich Peter Vajkozy intensiv auf seine schwere OP vor. Wo sitzt der Tumor? Wo könnten Gefäße im Weg sein? Und vor allem, wie stabil ist die Wachpatientin? Nicht umsonst sind die meisten Patienten narkotisiert. Das heißt, sie schlafen ruhig, sie pressen nicht, sie husten nicht. Das ist bei einem Patienten, der aufwachen soll oder der die ganze Zeit wach ist, immer eine andere Geschichte. Da muss man Wege finden, wie man mit diesen Schwierigkeiten fertig wird. Das andere Problem ist, dass natürlich der Tumor wirklich bis nah an die Sprache herangeht. Und das ist dann so ein bisschen die Erfahrung. Wie ist die Konsistenz? Wie ist die Farbe? Wie fühlt sich das bei der Präparation an? So sehen wir den Unterschied.
Zusammen mit seinem leitenden Oberarzt wäscht sich Chefarzt Vaikozi steril. Aber jetzt bei dieser OP, das wird jetzt schon eine Herausforderung, da den kompletten Temporallappen dann an der wachen Patientin rauszunehmen. Ne? Zirbische Fistulen und so weiter. Die ist aber ruhig. Immer gut. Ja, die Patientin ist total entspannt. Ja, das kriege ich schon hin. Noch ist Dorothea Renz narkotisiert, denn Kopfhaut und Schädel sind schmerzempfindlich. Nur das Gehirn selber ist schmerzfrei. Die Patientin schläft ja relativ flach. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch eine gute lokale Betäubung haben. Der ständige Körperkontakt soll die Patientin beruhigen. Der Arzt weicht nicht von ihrer Seite. So, dürfen wir anfangen von eurer Seite aus? Ja. Der erste Schritt, Schädelöffnung und Freilegung des Gehirns. Dann wartet das Ärzteteam, das Dorothea Renz langsam aus ihrer Narkose erwacht. Denn für den entscheidenden Teil der Operation muss sie sprechen können. Das hier ist sicherlich schon High-End, ja? Ich glaube, wenn man sich für das Fach entscheidet, dann will man sowas sicherlich auch machen. Das ist eine tolle Geschichte und ist eine Herausforderung. Und man weiß auch, dass man was Gutes tut, ja? Die Ergebnisse sind, was den funktionellen Outcome angeht, sehr gut. Und ich glaube, der ganze Aufwand lohnt sich für den einzelnen Patienten. Alle Augen richten sich auf die Vitalwerte. Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Puls. Frau Renz erwacht langsam. Frau Renz, wie geht's? Sind Sie schon wach? Nee. Ja. Hallo, na, haben Sie gut geschlafen? Den Kopf schön gerade liegen lassen, ne? Der Tumor ist mit bloßem Auge nicht von dem gesunden Gewebe zu unterscheiden. Mit der Elektrostimulation auf der Gehirnoberfläche grenzen die Ärzte ihn ein. Wann immer Frau Renz störungsfrei reden kann, ist der Tumor getroffen. Treten Sprachstörungen kurzzeitig auf, so war es das Sprachzentrum. So entsteht am Ende eine Art Karte des Gehirns. Professor Vaikozi führt dabei die Elektrode. Sein Oberarzt steuert die Messungen und der Betreuungsarzt führt die Patientin. Die muss jetzt die Bilder auf dem Laptop beschreiben. Stimulation. Fertig. Los. Drei Kontakt. Das ist ein Frosch. Das ist ein Motorrad. Okay, oder? Ja. Wenn alle Werte mit den Messungen des Vortags übereinstimmen, ist die exakte Lage des Sprachzentrums bestimmt. Jetzt beginnt der Teil, bei dem das ganze Können des Chefarztes verlangt ist. Die Tumorentfernung. Klappt sehr, sehr gut. Macht das sehr gut. Während Frau Renz Wort für Wort den Test absolviert, saugt der Chefarzt den Tumor ab. Frau Renz, es läuft alles super. Ja, es sieht so aus, als ob wir im sicheren Bereich sind. Mikropinzette. Da haben wir schon das Nächste. Was erkennt man denn da? Da ist jemand müde mit dem Filmkomplex. Richtig. Und scheinbar hat er Durst. Was haben wir das da? Das ist süß. Das mag ich. Das ist schön. Doch plötzlich gibt es Schwierigkeiten. Sehen Sie da. Das weiß ich jetzt und kann es trotzdem nicht richtig sagen. Oh Mensch. Wahrscheinlich. Was ist auch Mensch? Habe ich was verkehrt gemacht? Ich meine, weiß es und trotzdem ist es manchmal schrecklich. Oh Mensch. Ist ein bisschen schwierig, ne? Das ist der gelbe Porsche. Richtig. Also wir gehen hier wirklich an die Grenze. Ja? Es ist wirklich eine Grenzsituation. Man geht so nah wie möglich an die Funktion ran. Wenn man dieses Verfahren nicht hat, dann wird immer ein Stück übrig bleiben. Man wird immer einen Rest belassen aus Furcht, dass was passieren könnte. Und hier reizt man es wirklich aus. Bitte möglichst weg. Ja, bitte möglichst weg. Bitte möglichst komplett entfernen. Ja? Was du bitte komplett entfernen. Deswegen sind wir heute da. Frau Renz, wo wohnen Sie? Wo ich wohne, Steinberg. Und was gefällt Ihnen an der Pfalz so gut? Es ist wärmer als in Berlin. Dorothea Renz hat das Schlimmste hinter sich. Alle Werte sind in Ordnung. Der Tumor ist so gut wie entfernt. Alles in Ordnung, Frau Renz. Alles gut.
bald vorbei. Also wir sind mit der Sprache wirklich ans Limit gegangen. Teilweise gab es ja schon Sprachstörungen. Und wenn unsere Berechnung, unsere Planung stimmt, dann müssten wir eigentlich alles das entfernt haben, was man auf dem Bild sieht, also den soliden Anteil. Von kompletter Entfernung zu sprechen, das haben wir schon gesagt, wäre hier nicht korrekt. Nach 3,5 Stunden kann der 43-jährige Neurochirurg endlich die große Kopfwunde wieder schließen. Auch für ihn war dieser Eingriff eine Herausforderung, die viel Kraft gekostet hat. So. Der befürchtete Krampfanfall der Epileptikerin ist ausgeblieben. Doch noch ist ungewiss, wie sie die Operation überstanden hat. Geht's gleich in ihr Bett zurück, Frau Renz. Alles überstanden. Das Match ist vorbei, wenn sie gesund aus der Klinik wieder geht. Das dauert jetzt noch ein paar Tage, bis wir das sicher wissen. Aber eigentlich ist alles gut gelaufen. Aber dieses Bangen, so die ersten Stunden bis 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags, der erste Besuch auf der Intensivstation, daran hat sich eigentlich nichts geändert. Und das ist auch was man eigentlich verlieren dürfte. Wenn man an der Phase ist, wo das einen irgendwie cool lässt, dann ist man, glaube ich, zu abgebrüht für diese Arbeit. Und, alles klar? Alles gut? Ja? Okay. Ohne Pause geht es für ihn gleich weiter. Ciao, vielen Dank. Also bis gleich. Die nächste OP wartet bereits. Er wird später die Tumorpatientin auf der Intensivstation besuchen. In der Berliner Innenstadt kümmert sich Professor Henrich um einen ganz anderen Intensivpatienten, seine Personaldecke. Dem 47-jährigen Chef der Geburtsklinik fehlen Mitarbeiter für wichtige Aufgaben. Raucherentwöhnung für Schwangere. Im Ministerium für Gesundheit will er seinen Förderantrag bei der Drogenbeauftragten der Bundesregierung beschleunigen. Schönen guten Morgen, hallo. Die Zielperson hat anderweitig zu tun und der Referent der Drogenbeauftragten wimmelt höflich ab. Wir haben doch mal eine Frage. Ja. Wir haben eine Chance, kurz mit Frau Dickmanns zu sprechen, oder? Ja, das weiß ich. Der wird sich jetzt natürlich ein bisschen überfragt und überfordert sollte sein. Von daher ist es, denke ich, das ist sie dann nicht so recht wahrscheinlich. Wir suchen immer das persönliche Wort und den persönlichen Kontakt. Ja. Sie geht natürlich um den Spruch. Das jetzt in dem Fall, das hat sie jetzt nicht parat. Spaß zu haben, Motivation zu haben, das alles zu tun, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man keine Lust mehr hat auf diesen Bereich oder auf einen solchen Beruf, dann muss man es lassen. Man muss Spaß daran haben, optimistisch bleiben und hartnäckig sein. Politiker reagieren meist reflexartig auf Menschen mit einem Anliegen. Diesen Umstand macht sich der Chefarzt zu nutzen. Mein Name ist Henrich, ich bin Leiter der Kliniken für Geburtsmedizin und vertrete enthusiastisch die Raucherentwöhnung bei Schwangeren, denn es fängt eigentlich intrauterin an, vorgeburtlich. Ja. Ja. Wir haben bestimmt 20, manchmal 25% Raucherinnen, die wir in unserer Schwangerenbetreuung haben. Mhm. Und da findet die fetale Programmierung eigentlich schon statt. Ja. Nicht nur mit dem Wachstum, sondern auch mit dem Suchtpotenzial. Das ist ein spezielles Programm, speziell für Schwangere, ja? Entwöhnung. Richtig. Alle wollen ein gesundes Kind. So ist es. Keiner möchte ein behindertes Kind. Und man kriegt sie über diese Emotionalität und auch über die besondere psychische Verfassung eigentlich zu einer hohen Motivation. Aber es muss natürlich auch begleitet werden. Ja. Und es muss betreut werden. Und es kann nicht im täglichen Alltag von Schwestern und Ärzten geleistet werden. Ja. Und wir haben gleich zwei Patienten, die wir betreuen, mit einer Intervention. Richtig. Das Ungeborene und die Schwangere für ihr eigenes Leben, was ja auch wichtig ist, gesund zu bleiben für die Betreuung des Nachwuchses. Also wir müssen mal gucken, kennen wir den Antrag schon? Haben wir den schon gesehen? Ich hatte auch, und wir fühlen uns auch als Anwälte des Ungeborenen, was ja auch geschützt werden muss und keine Wahl hat, auszuweichen. Ja. Genau. Wir können es uns nicht leisten, dass Kinder schon geschädigt zur Welt kommen. Okay. Ich freue mich, dass alles Gute, einer Meinung sind. Und dass genau, auch wieder schauen. Vielen Dank. Okay, tschüss. Wir machen nochmal einen Termin. Okay. Danke. Ich glaube, man muss auf die Probleme aufmerksam machen und hoffen, dass man Gehör findet und dass man auch wirklich beweist und darstellt, dass es sich hier nicht irgendwie um Kinderkram handelt oder ein Ponyhof, sondern das ist hier eine ernst
zu nehmende Einrichtung, so eine Charité. Und mit einem unglaublichen Potenzial. Chefarzt Peter Vajkozi besucht die Tumorpatientin Dorothea Renz. Die bange Frage, ist ihre Sprache in Mitleidenschaft gezogen? Na, wie geht's? Alles okay? Erinnern Sie sich noch an was? Oder ist das alles? Ich schieb so ein bisschen. Was schieben Sie? Schieb. Ach, Sie schielen so ein bisschen. Na, jetzt ist es gut. Im Sprechen geht's auch gut? Ja, irgendwie ist mein Hals auch so. Rau? Okay. Weil das wird sich schon geben. Und außerdem habe ich Kopfschmerzen. Gut, vielleicht die dürfen Sie haben. Und wie geht's mit dem Bewegen von der rechten Seite? Ist auch alles in Ordnung. Es hat alles gut geklappt, ja? Wir haben alles, das, was wir rausnehmen wollten, ist raus. Wie viel und haben alles, was wir gekriegt? Also vom Gefühl her, bis wir das Bild gesehen haben, würde ich jetzt mal schätzen, dass da 90-95% sicher weg sind. Ja? Sie haben es auch toll gemacht. Prima gemacht. Ich habe schon Angst gehabt. Worüber? Weshalb? Ja, zuerst hat man schon Angst. Ne? Das glaube ich. Okay, also super. Super. Die kleinen Sprachirritationen werden sich mit der Zeit geben. Doch noch ist die Lage nicht stabil. Die Gefahr eines Krampfanfalls hängt wie ein Damoklesschwert über der Epileptikerin. Nur 5 Tage später sitzt sie bereits vor der Klinik in der Sonne. Ich finde es schon erstaunlich, ja. Ja, das war schon eine richtige andere Variante, die wir gewollt haben, wo wir gesagt haben, jawohl, wir machen das. Und man muss das halt tun. Doch dann in der Nacht das, was alle befürchtet haben. Epileptische Anfälle. Gleich mehrere. Das Gehirn ist stark gestresst. Dorothea Renz liegt wieder auf der Intensivstation. Nicht ansprechbar und stark bewegungsgestört. Ihr Mann weicht ihr nicht von der Seite. Gestern, das war so der echte K.O. Im Augenblick, muss ich sagen, bin ich schon wieder auf dem Pfad, Hoffnung zu suchen. Und die Hoffnung liegt daran, dass man positive Zeichen sucht. Ich sehe das Bemühen, ich sehe die Suche nach einer Lösung. Die beste Nachricht, die es gibt, die ist letztendlich, dass es im Augenblick nichts Irreversibles ist. Das heißt, alles das, wenn man das irgendwie hinbringt, dann hat sie alle Chancen, wieder zurückzukommen. Ich denke, das treibt mich im Augenblick um. Sie ist hier den Besten hin. Der schlimmste Fall wäre gewesen, dass das zu Hause passiert wäre. Und ein normales Krankenhaus wäre da total überfordert gewesen. Das muss man einfach sagen. Professor Vajkozi fühlt sich für seine Patientin verantwortlich. Auch wenn er an ihrer Epilepsie keine Mitschuld trägt. Das ist ein schwerer Gang, weil man würde am liebsten nur zu den Patienten gehen, wo es gut gegangen ist. Und es sind ja Gott sei Dank auch mehr als 90-95%. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ehrlich zu sein. Patienten und Angehörige honorieren das, wenn man das Gespräch sucht, wenn man ihnen das erklärt und wenn man präoperativ keine falschen Hoffnungen weckt und dann, wenn das Gespräch ansteht, dann auch ehrlich ist und das erklärt. Schön, dass wir Zeit finden, das jetzt mal im Detail zu besprechen. Nochmal zusammengefasst, also die Operation ist jetzt, wie viele Tage, 10 Tage ungefähr her? 14 fast schon. Ist auch alles zunächst gut gegangen, Sie waren schon im Park spazieren, eigentlich wollten Sie schon nach Hause. Und jetzt am Wochenende hat sich aber der Zustand so verschlechtert, dass wir eigentlich auch alle besorgt sind. Ja? Und jetzt haben wir Sie auf der Intensivstation seit 2-3 Tagen. Und es hat sich zum Teil schon wieder gebessert, aber es ist noch weit davon, dass wir irgendwie zufrieden sein können mit der Situation. Ne? Zumindest partiell, denke ich, hat es Verbesserungen gegeben. Ich habe den Samstag ganz täglich erlebt gehabt, wie diese Lähmung vom Bein eigentlich immer mehr zugenommen hat und dann auch der Arm betroffen war. Mhm. Und ja, dann natürlich die Information, Intensivstation setzt natürlich erstmal Alarmzeichen in Gang. Das heißt, Prinzip Hoffnung. Alles, was Sie mir jetzt sagen, kein Schlaganfall. Hilft natürlich auch, zu sagen, okay, was immer es jetzt ist,
Und wenn es Stück für Stück jetzt wieder behoben ist, ist es zumindest nicht irreparabel. Naja, also ich bin gefrustet über den Verlauf, ja, weil es uns wieder zeigt, dass wir mit großem Aufwand irgendwas gemacht haben, uns tagelang gefreut haben, wie toll es gelaufen ist. Wir uns mal wieder die Größten gefühlt haben und jetzt auch so ein bisschen ernüchtert sind, dass wir auch nicht immer drinnen stecken. Ja. Ich weiß auch, das war ihr auch noch mal ein Bedürfnis gewesen zu sagen, da hat sie die ganze Zeit von gesprochen und gesagt, wenn wir uns dieses Abschlussgespräch haben, ist es noch mal klar zum Ausdruck bringen, das mache ich jetzt mal zum Stellvertreten für sie, weil sie es das im Augenblick nicht kann, ist, dass es hier hinterher eigentlich immer noch ein Bedürfnis war zu sagen, das war super. Also nicht nur die OP, die Nachbetreuung, das ganze Drumherum. Sie hat sich da schon richtig wohl gefühlt. Dass das hinterher einen Knick gegeben hat, ich meine, gut, das müssen wir jetzt zusammen verarbeiten und ich hoffe, dass es hinterher wieder selber zum Ausdruck bringen kann. Aber ich denke schon, da war viel spontane Freude, auch so, wie sie es erlebt haben. Spät am Abend verlässt der junge Chefarzt die Klinik. Er hat alles versucht, ist bis an die Grenzen gegangen. Er hat mehr als 95% des Tumors entfernt. Doch sein Erfolg verblasst jetzt vor dem Hintergrund des Krampfanfalls. Auch das gehört zum Alltag eines Arztlebens, Rückschläge zu verarbeiten, es nicht mitzunehmen. Ich glaube, dass ich ziemlich viel mit nach Hause nehme. Die Familie beschwert sich ab und zu. Aber ich glaube, also mir gelingt es nicht gut. Und ich glaube nicht, dass es den meisten gut gelingt. Man muss das, was nicht so gut gegangen ist, das hängt einem ein bisschen nach und da muss man sich schon auf den nächsten Tag auch ein bisschen vorbereiten. Doch solch ein Rückschlag motiviert ihn auch. Also die Krankheiten, mit denen wir es zu tun haben, das ist der echte Feind. Den versuchen wir in der Klinik zu bekämpfen, aber ich glaube, das Feindbild ist auch die Motivation, die uns dann in der Forschung antreibt. Denn wenn man ganz ehrlich ist, gegen diese Art von Tumor, die wir bei Frau Renz operiert haben, hat man ja nicht so viele Mittel oder Waffen nach der Operation. Es gibt da die Chemotherapie, aber da wächst dann der Tumor häufig wieder und dann kommt man schon in den Bereich, wo es eigentlich an neuen Strategien oder an neuen Konzepten so ein bisschen mangelt. 2 Monate später geht es Frau Renz besser. Sprache und Bewegung sind fast vollständig wiederhergestellt. In der Geburtsklinik steht die Abschlussuntersuchung von Frau Mehdi an. Die 20-Jährige wurde von Professor Henrich im Bauch punktiert. So, guten Tag. Hallo. Na? Ja? Wie geht's? Gut, selbst? Danke. Es ist selten, dass Frauen fragen, wie es mir geht. Das ist ja, ja nett. Ja. Der Chefarzt kontrolliert per Ultraschall die Fruchtwassermenge, ja, in der Lunge des Ungeborenen. Jetzt auch mal gucken, wie es dem Spatz geht. Ui, ja, das Fruchtwasser ist wieder etwas mehr, aber nicht so sehr viel wie vor der Punktion. Aber ich habe den Eindruck, es ist eher ein Tick weniger geworden im Brustkorb. Gut. Sie können das auch verfolgen, ja, auf dem großen Monitor. Bestätigt sich der Befund, dann muss nicht auch noch die Lunge des Ungeborenen punktiert werden. Erstens mal finde ich es nicht so viel. Und außerdem scheint es eine rückläufige Tendenz zu haben. Gut, hier unten ist es noch ein bisschen. Wissen Sie was? Das sieht sehr, sehr gut aus für mich. Entwarnung. Die 20-jährige werdende Mutter muss also nicht um ihr Baby bangen. Es ist kerngesund und das Wenige an Fruchtwasser wird verschwinden. Gut. Also, nochmal. Erstens, es ist insgesamt ein guter Verlauf während Ihres stationären Aufenthaltes hier. Das heißt, wir haben also nach dieser Drainage von letzter Woche zwar wieder eine etwas zunehmende Fruchtwassermenge, die ist aber nicht so zunehmend, dass wir jetzt nochmal entlasten müssten, weil der Bauch nicht so prall ist und auch der Gebärmutterhals sich jetzt nicht weiter verkürzt hat und sie auch keine Wehen offensichtlich haben. Das heißt, dass das Thema damit vielleicht sogar noch im weiteren Schwangerschaftsverlauf völlig verschwindet und diese Flüssigkeitsansammlung von alleine zurückgeht. Na dann, bringe ich sie noch zum Aufzug. Ja? Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Sie haben das auch toll gemacht, ja, alles mitgemacht. Prima. Nächste Woche sehen wir uns, wenn was ist, kommen Sie vorbei. Okay? Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Die junge werdende Mutter ist einfach nur erleichtert. Wie soll ich es erklären? Also, ich freue mich. Schon,
schon eine sehr große Erleichterung auf jeden Fall. Ist ja eine Last, die man mit sich trägt. Ja. Zwei Wochen später gibt Professor Henrich endgültig Entwarnung. Sie wird ihr Kind ganz gesund zur Welt bringen können. Charité Campus Mitte. In dem historischen Vorlesungssaal haben schon Rudolf Virchow und Ferdinand Sauerbruch gelehrt. In dieser Tradition sieht sich auch Professor Haas. Er will die Elite von morgen formen und mit seinem Credo impfen. Menschen sind mehr als nur Organe. Das ist ein Mensch. Und das müssen wir wieder achten, dass der Arzt den Gesamtmensch sieht und nicht nur eben den rechten oder linken Arm oder den Musculus popliteus oder sonst irgendwas und dafür Experte ist und nur das sieht. Und wenn der Patient kommt, sieht er nur seine Schulter oder nur seinen Ellenbogen. Den Patienten dahinter sieht er gar nicht. Professor Henrich versucht immer wieder aufs Neue das Vertrauen der Frauen zu gewinnen. Jeder Tag länger im Bauch der Mutter zählt fürs Kind. Also ich sag mal, 2 Wochen mindestens. Schaffen wir noch. Na, mal sehen. Professor Peter Vajkozy macht Visite. Von Montag bis Freitag pünktlich um 7. Einfühlend, manchmal müde, aber immer hellwach. Chefärzte der Charité. Kein ganz normaler Beruf, eher eine Berufung. Zwischen den Vorbildern der Vergangenheit und den Patienten von morgen. Spitzenmedizin im Dienste der Menschen.